Karolinken, mein Name ist Maja. Ja, schönen Tag, Herr Mai. Ich führe eine statistische Erhebung durch für die Schulen und Bekleidungsindustrie. Hätten Sie vielleicht morgen so 15 Minuten Zeit? Für Sie gerne, weil dann kann ich auch mal meine Belange loswerden. Sie sind recht groß, ne? Ja, ohne Schuhe 1,95. 1,95? Ja. Gut. Dann wollen wir mal beginnen mit dem Messen. Möchten Sie jetzt meine Beine ausmessen? Ja, ich mache zuerst mal die Körpergröße, die gesamte. Und wir mal mit Schuhen. Mit Schuhen? Wie hoch sind die Schuhe? Wollen wir das mal ich schätze mal 13 cm. Und wir mal nachmessen. Ja, 13 cm. Plus 1,95, das wären ja 2,08 Meter. Wollen wir das mal prüfen, ob das hinkommt? Na, da reicht Ihr kleines Band wohl nicht aus. Ja, das sehe ich auch im Moment. Versuchen wir es mal trotzdem irgendwie. Das ist das Bein. 1,20 bis hierher. 20. Ja gut, dann muss ich, haben wir hier etwas anderes, wo wir vielleicht messen können, wenn Sie... Einen Zollstock habe ich irgendwo. Da liegt einer. Ja, das ist viel zu mühsam so. Suchen wir es mal mit dem. Schön. Ja, dann sind wir den richtigen hergeschickt. So. Also, der ist immer noch zu groß. He? Dann muss ich mal den Hocker holen, um den Rest noch auszumessen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so eine große Frau antreffe. Ja, wie rechnet kaum jemand? Ja, das habe ich gemerkt jetzt. Mal schauen. Das ist wahnsinnig, das muss ich mir gleich notieren. 2,08 Meter, ja, so eine große Frau habe ich noch nie geglaubt. Tja, die guten Dinge, die sieht man nicht alle Tage. 2,08 Meter. Dann müssen wir die Schrittlänge noch nehmen. Die Schrittlänge? Ja. Das heißt, dass Sie jetzt da alle noch fahren, in dem Teil? Oder? Nein, das nicht. Wir messen von außen. Gut. Die Beine, nur die Beine von außen, die Länge. Das sollte diesmal reichen, ne? Könnte ja fast bei Ihnen abstürzen. Tja. 1,35 Meter. Wahnsinnig lange Beine. 1,35 Meter. 1,35 Meter, kann das sein? Das ist. Ich glaube, jetzt haben Sie meine Schuhe mitgebracht, ja, oder? Das würde ich ja schon im Kindesbuch stehen. Das müsste ich jetzt noch wieder wegrechnen. Ich kann Ihnen ja mal dabei helfen. Das ist, glaube ich, sind es nicht 13 cm der Rest? 13, ja, und bis hierher, ja? Sind Sie die Schrittlänge? Die Schrittlänge, ja, die müssen wir vielleicht mit, die müssen Sie von unten her, vom Bein anfangen. Sie sind ja ganz nervös, ich helfe ja ein bisschen. Ja, so also eine große Frau habe ich noch nie erlebt. Jetzt machen wir mal mit absetzen. Mhm. 1,11 Meter. Dann müssen wir die Absätze wieder wegzählen, dann wären es 98 cm. Ne? Richtig. Und dann würde ich gerne noch die ganze Beinlänge.
Dornse reingelegt ist. Die haben wir nach meinen Messungen, die ich schon gemessen habe, 1,15 Meter. Wenn man jetzt die professionellen Maße nimmt, ab Hüftknochen. Aus Optimierung. Wollen wir noch was prüfen vielleicht? Ja. Vielleicht besser, wir prüfen nochmals. Ne? Das wäre hier, ne? Ist das korrekt? Ja. Ja. Gut, vielleicht so. Mal da halten. Also das wäre mit Schuhen. Aber jetzt haben wir hier 130. 130? 130 haben wir, ja. Ja. Da kann man dann abziehen, die 13. Die 13, dann hätten wir 117. Ne? Richtig. Richtig. Dann korrigieren wir das. Auf 130 mit 117. Und die Arme, die können wir die gleich abmalen, ausmessen. Nicht zu klein, ne? Ja. Soll ich nochmals draufstehen? Sonst kann ich etwas nicht messen. Ja, vielleicht könnten Sie das Band halten und von unten her, vom Ansatz messen. So. Von unten her, ja. Dann kann ich das mal. Cm. Das ist auch ganz schrecklich. Das ist ja länger als meine Beine. 84 cm. Dann möchte ich gerne noch Ihre Fußlänge nehmen. Okay. Vielleicht müssen wir den Hocker da unterstellen. Ja, vielleicht noch praktischer. Fußlänge. Fußlänge. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen problematischer. Sie müssten vielleicht. Jetzt sollte ich den Schuh ausziehen. Die Schuhe ausziehen, ja, das wäre vielleicht besser. Okay, dann setze ich mich hierher. Ja, am besten, ja. Könnten Sie den mal noch strecken? Ja, so. Dann kämen wir hier auf 28 cm. Das ist ja recht stattlich. Dann würde ich gerne noch Ihre Handlänge messen. Vielleicht umgekehrt. Das wären 21 cm. Sehr große Hand. 20 cm. Und dann können wir vielleicht noch Ihren Handumriss auf ein Blatt, auf ein Stück Blatt. Sie haben auch einen spaßigen Job. Ja, nicht immer ganz einfach. Jetzt hole ich noch den Schreiber. Können Sie mal Ihre Hand auf das Blatt Papier machen? Das wird ganz knapp. Das reicht gerade. Ja. Suchen wir das mal nachzuvollziehen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wir haben auch solche Spielchen gemacht. Aber da reichte noch ein kleines Blatt aus. Ja, jetzt haben wir Glück mit dem Blatt. Ne? Ein bisschen größer und das Blatt wäre zu klein.
das wäre gut. Hm? Mhm. Meine Ringe sehen aus wie Knubbel. Ja, die Finger wären wahrscheinlich noch ein bisschen länger wegen den Ringen. Die haben ein bisschen blockiert, aber das kommt schon ungefähr hin. Hm? Ja, das ist ja niedlich das dagegen. Ist schon ein bisschen eine große Differenz. Darf ich Ihre Hand da auch mal zwischenmalen, damit ich den Vergleich mal sehen kann? Das ist ja lustig. Kleine Händchen. Ups. Ich kann das natürlich nicht so gut wie Sie. Ja, es braucht schon ein bisschen Übung. Aber ich mache das ja tagtäglich. Sehen Sie. So. Wow. Ja, ist ein riesiger Unterschied. He? Sieht aus, als wenn jemand in die Hände klatscht. Das ist aber wirklich wahnsinnig, ein großer Unterschied. Mhm. Ja gut, dann wollen wir vielleicht noch Ihren Fußabdruck. Mhm. Wollen Ihnen einen Fußabdruck machen. Dann nehmen wir etwas hier. Jetzt soll ich nicht ganz doch weitermachen. Ja, hier komme ich fast nicht durch. Hä? Das ist schwierig. Hä? Ja, einfach rein da. Unfindlich sind sie auch nicht. Ja. Das sind ja wirklich schöne große Füße. Kitzelt wieder. Ah. So. So. Haben wir den auch, hä? Mhm. Mal, da würde ich Ihren aber auch gerne mal gegen sehen. Welche Schuhgröße haben Sie? 39. 39. Hatte ich auch mal schon. Bisschen kleiner als. Ah, mal gucken, wie das aussieht. Im Vergleich. Einfach unten. Ich gehe mal so. Ich bin ja nicht so fachmännisch wie Sie. So. Ja, ist schon, sind schon eine Differenz, hä? Mhm. Wesentlich kleiner. Ja. Und was möchten Sie? Ja, war es das jetzt? Oder haben Sie noch irgendwas auszumessen an mir? Nein, das wäre eigentlich alles gewesen. Ja? Ich war am Schluss glücklich. Ja, ich danke Ihnen vielmals, ja, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Das habe ich gern gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber wissen Sie was, wenn Sie mich schon abgehalten haben von meinem Spaziergang, dann können wir den Spieß jetzt auch mal umdrehen. Was halten Sie davon, wenn ich Sie mal ausmesse? Mich? Ja. Ja, genau. Ja gut, okay. Also ja, das würde mich mal interessieren. Ich habe zwar nicht diese großen Maße, aber wir können mal vergleichen. Ja, das werde ich, ja? Würde ich gerne mal machen und in meinem Club erzählen. Club der Langen. Okay, machen wir das. Okay. Was wollen wir dann messen? Ah, schaue ich mal. Fange ich mal an. Vielleicht. Mit Ihren Ärmchen. Ärmchen? Mhm.
strecken. Da muss ich ja fast auf die Knie gehen. Ausziehen? Ja, kann ich die Füße auch noch ausnehmen. Und unsere Körpergröße noch. Das hat auch was. Sehen wir mal, was sie den Leuten zumuten, ne? Das sind 70 cm. Da merkt man die Unterschiede. Schon sieht man die Unterschiede. Das sind aber auch dünne Beinchen. Da kann ich ja so rumfassen mit meinen Händen. Da kann man nichts machen, ne? Wie niedlich. Können Sie bei mir auch rumfassen mit Ihren Händen? Nein, komm ich nicht rum, ne? Kaum, ne? Aus den halben Wochen. Wahnsinn. Extrem, ne? Extrem Differenz. Wie weit kommt ihr denn bei mir? Oh, gerade bis in die richtige Höhe hier. Zwei Rücken. Rücken an Rücken. Aha. Das ist schon ganz schön. Treffen Sie öfter so große Menschen? Eigentlich selten, nein. Selten? Ja, da habe ich keine Chance, ne? Nein. Hm. Und nicht mal Chance, so hoch zu kommen zum Vergleichen. Komm ich noch runter? Lass uns schon. Die Beine? Boah, komme ich direkt bis zur Brust hoch bei Ihnen, mein Bein. Wahnsinnig, ne?
Ja. Ja, es muss schon toll sein. Okay, zeig dir mal ihre Hände. Oh. Meine sind ja fast doppelt so lang. Andere? Da brauchst du Differenz, ja? Extremunterschiede. Naja.